Hallo in Wertmannsheil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handkuck & Grill. Heute gibt es das wahrscheinlich leckerste Bärlauchpesto der Welt. Und was ihr dafür tun müsst, das zeige ich euch in diesem Video. Los geht's! Wir kommen einmal ganz kurz zu den Zutaten. Ihr braucht Bärlauch und zwar sind das 300 Gramm Bärlauch. Ihr werdet euch sicherlich gleich fragen, wie das alles in den Mixer passt, aber das zeige ich euch gleich. Ihr solltet den Bärlauch pflücken, da solltet ihr darauf achten, dass ihr das nicht im Naturschutzgebiet tut und natürlich nur für den Eigenbedarf. Dann braucht ihr dafür ca. 200 bis 300 Milliliter Pflanzenöl, 4 Esslöffel Zitronensaft, dann braucht ihr 200 Gramm Parmesankäse, 150 Gramm gesalzene und geröstete Cashewkerne und 3 Teelöffel Salz und 3 Teelöffel Pfeffer. Das ist alles, was ihr für dieses super leckere Pesto braucht und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch. Um das Bärlauchpesto natürlich ordentlich zu einem Pesto zu verwandeln, braucht ihr einen Mixer, einen leistungsstarken Mixer. Manche Leute schwören auf den Thermomix. Ihr könnt aber natürlich auch jeden anderen Mixer nehmen. Da gehen zunächst einmal rein die Käsestücke. Da braucht ihr euch gar keine Mühe geben, die großartig klein zu schneiden. Wie gesagt, bei einem leistungsstarken Mixer, ja, geht das auch so. Dann braucht ihr die 150 Gramm Cashewkerne. Dann kommt hier das Salz und der Pfeffer rein. Und dann der Zitronensaft. Und dann solltet ihr das Ganze also schon mal so ein bisschen mit Öl leicht angießen, ungefähr die Hälfte. So, und jetzt wird es ein bisschen martialisch. Jetzt gehen hier noch 300 Gramm Bärlauch rein. Und den dürft ihr ruhig stopfen. Weil das Ganze soll ja hinterher auch ein richtig leckeres Bärlauchpesto werden. So, hier ist noch eine Blüte, ich habe das nachgelesen, die ist noch nicht aufgegangen. Ihr könnt das natürlich selbstverständlich essen. Die Zutaten sind jetzt alle drin und jetzt gehen wir auf Stufe 10, würde ich sagen. Und das dauert wirklich nur ein paar Sekunden. Also, ihr habt das gerade gesehen, ihr müsst, sobald der Mixer läuft, das restliche Öl dazu gießen. Das waren jetzt so 200-300 Milliliter. Ihr könnt natürlich jetzt noch ein bisschen mehr Öl dazu gießen, aber das ist gar nicht nötig, weil wir wollen ja letztendlich auch, dass das Ganze ordentlich nach Bärlauch schmeckt. Der Zitronensaft ist wichtig, dass die Farbe erhalten bleibt. Und jetzt guckt euch mal diese Farbe an. Guck mal, hier ist sogar noch ein Bärlauchblatt über. Und die Konsistenz. Ihr solltet es nicht zu lange mixen, nicht zu breiig sein. Also man kann hier noch die Nussstückchen sehen und dann noch so ein bisschen was von den Blättern. Und das Ganze, das füllt ihr euch vorsichtig in Gläser rein. So, den Rest vielleicht mit einem Löffel rein. Dann das Ganze leicht klopfen, dass auch die Luftblasen rausgehen. Jetzt kommt noch der Deckel drauf, den Deckel dreht ihr fest zu und dann könnt ihr das erstmal in den Kühlschrank packen. Wie lange ist das denn haltbar? Die Frage nach der Haltbarkeit ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, im Kühlschrank könnt ihr das gut 4 Wochen lagern, dann solltet ihr das aufgebraucht haben. Wenn ihr es länger lagern wollt, weil ihr wollt natürlich ein bisschen was auf Vorrat machen, dann friert ihr die Gläser so wie sie sind ein. Ich würde das nicht mit Hitze machen oder ähnlichem, das funktioniert auch mit dem Käse schon mal gar nicht. Ja? Also einfrieren ist das Allerbeste und dann habt ihr das ganze Jahr über ein bisschen Frühling im Glas. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen freundlichen Kommentar da, einen Daumen nach oben, vielleicht so ein Abo. Macht's gut und Weidmannsheil, bis zum nächsten Mal.